Reicht das Taschengeld für 10 Kaugummis? Besser ein neues Auto leasen oder ein altes kaufen? Und wie fürs Alter vorsorgen? Wir müssen ständig finanzielle Entscheidungen treffen. Viele leichte, aber auch einige sehr komplexe. Soll eine Hypothek fixe oder variable Zinssätze haben? Amortisierbar sein oder nicht? Eine Laufzeit von 5, 10 oder 20 Jahren haben? Viele Menschen sind mit solchen Fragen überfordert und handeln nicht nach ihrem Besten. Sie wählen zum Beispiel eine Hypothek, die sie sich aktuell leisten können und rechnen nicht damit, dass die Zinsen steigen können. Das kann große Auswirkungen haben. Es drohen Schulden, soziale Demütigung oder gar der Verlust des Zuhauses. Deshalb ist es wichtig, dass Erwachsene ihre finanzielle Lage richtig einschätzen können. Und deshalb setzen sich Universitäten, Behörden, internationale Organisationen und Banken mit dem Thema Financial Literacy auseinander. Doch was ist mit Financial Literacy eigentlich gemeint? Financial Literacy ist die Fähigkeit, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sie setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Das sind erstens Wissen. Menschen, die finanzkompetent sind oder eben financially literate, verstehen finanztheoretische Konzepte. Sie wissen, was Zinsen sind, Inflation und Risikodiversifizierung. Zweitens Fertigkeiten. Finanzkompetente Menschen können ihr Wissen anwenden, indem sie beispielsweise die Mathematik beherrschen, die es braucht, um einen Zinssatz zu berechnen. Und drittens, eine bestimmte Einstellung zu Geld. Finanzkompetente Menschen berücksichtigen zum Beispiel die langfristigen Konsequenzen ihrer Finanzentscheidungen und lassen sich nicht von kurzen Reizen ablenken. Die Forschung zeigt, obwohl jeder ständig mit Geld umgeht, ist die Financial Literacy in der Bevölkerung erstaunlich schwach verbreitet. Nur eine von drei Personen versteht die Konzepte Zins, Inflation und Risikodiversifizierung. Wieso ist das so? Zahlreiche Umfragen haben ergeben, dass Erwachsenen mit geringer Ausbildung und tiefem Einkommen häufig das nötige Finanzwissen fehlt, um gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Auch bei Frauen ist das Finanzwissen geringer als bei Männern. Dann führen weniger Geld, weniger Schule und weniger Y-Chromosomen einfach so zu weniger Financial Literacy? Nein. Die Ursachen für die unterschiedlichen Niveaus in Financial Literacy liegen zunächst bei der Erziehung. Eltern können ihren Kindern durch Taschengeld den Umgang mit Geld beibringen und ihnen Werte vermitteln wie man soll nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Weiter hat das soziale Umfeld Einfluss auf unsere Financial Literacy. Wenn Geld und Konsum Symbole für Prestige und Freiheit sind, konsumieren Jugendliche häufiger spontan und treffen öfter unbedachte Finanzentscheidungen. Die Forschung zeigt, besonders Mädchen lassen sich vom sozialen Umfeld beeinflussen. Im Erwachsenenalter spielen dann Anreize eine entscheidende Rolle. Wer mehr Einkommen und Vermögen hat, hat einen höheren Anreiz, sich finanzielles Wissen anzueignen oder sich professionellen Rat zu holen. Und wer sich mehr Gedanken über seine finanzielle Zukunft macht, ist sich eher bewusst, wie wichtig Finanzwissen und Fertigkeiten sein können. Die Forschungsergebnisse zu Financial Literacy haben weltweit zu diversen Initiativen und Versuchen geführt. Zum Beispiel gibt es Kurse für Sekundarschüler in Deutschland, es gibt Beratungen für Hypothekarkreditnehmer in den USA oder es gibt in Südafrika den Versuch, Finanzwissen in einer beliebten Fernsehserie einzustreuen. Kann aber damit die Financial Literacy und, noch wichtiger, das Finanzverhalten tatsächlich verbessert werden? Ja, die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass diverse finanzielle Bildungsprogramme die Financial Literacy der Teilnehmenden verbessern und Einfluss darauf haben, wie sie anschließend mit Geld umgehen. So hilft es anscheinend sogar, Budgetprobleme und finanzielle Entscheidungen in Fernsehserien zu thematisieren. Leider sind aber nicht alle Programme so erfolgreich. Eine obligatorische Beratung für gefährdete Hypothekarkunden in den USA hatte nur eine Wirkung. Die Kunden versuchten um jeden Preis, um die Beratung herumzukommen. Fassen wir zusammen. Erstens, Financial Literacy ist die Fähigkeit, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen und beinhaltet Wissen, Fertigkeiten und eine gewisse Einstellung zu Geld. Zweitens, nur jeder dritte Erwachsene besitzt diese Fähigkeit. Drittens, diverse Bildungsprogramme zeigen, dass die Financial Literacy verbessert werden kann.
Prima. Und wie geht es nun weiter? Im Fokus der Forschung steht die Frage, mit welchen Lehrprogrammen bestimmte Zielgruppen am besten erreicht werden können. Denn um die Financial Literacy signifikant zu verbessern, müssen Lehrprogramme besonders für die Gruppe zugänglich sein, die am besten davon profitieren. Menschen mit niedrigem Einkommen und geringer Bildung. Am Ende dieser Forschungsreise steht ein großes Ziel. Gute Wege finden, wie möglichst viele Menschen dazu befähigt werden können, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die zu ihrem Besten sind.